It's Tooltime. Ja, heute mal ein Unboxing mal wieder, ein Mini-Unboxing. Oh, ein konisch verlaufender Karton, interessant. Ja, da hat sich wohl einer einen Karton selber gebastelt, aber das ist mir egal. Ja, heute wieder aus der Online-Apotheke, aber eins muss man denn lassen, die sind ja super schnell, gestern Nachmittag oder so, so im frühen, nee, kurz nach 12 bestellt, weiß der Geier was. Ja, und heute, was gucke ich, 10, 11 Uhr schon da. Das ist mal wieder super schnell und das ist ja freundlich, wenn man Teile hat, also braucht und die, wo man nicht lange drauf warten will eben. Dann ist der Preis dann eben gerechtfertigt. Autsch, ja, so macht man es nicht, hat man gerade gesehen. Immer von da wegschneiden. Das Ding ist mittlerweile schon so stumpf geworden. Heute hat man Bild. Ja, wer mein Filmchen gesehen hat mit den Stoßdämpfern, kann sich jetzt vielleicht was denken. Sag mal, was ist das denn für ein Karton? Da habe ich ja noch nie gesehen. Meine Güte. So. Da auch noch mal her. Die wollten es aber wissen. Vor allem, das Ding ist leicht. Ne? Also, aber gut verpackt, da meint es einer gut. Und lieber ein bisschen zu viel, wie ein bisschen zu wenig. Jetzt reiße ich ihn gleich einfach auseinander, da habe ich Faxen dicke. Ja, hoffentlich jetzt meine Adresse oben drauf. Das kommt dann mal gleich weg. Schwappdiwupp. Zapp, ja, wieder toll. Poco-Klamotten bestimmt. Kommt gleich Tonne. So. Ja, ich gucke ja immer, ob hier was Interessantes ist, aber. Eine Couch brauche ich momentan nicht. Da habe ich doch was gesehen. Mal gucken, ob es dabei ist. Ja, was die heute als Couch verkaufen. Jetzt nur mal zu zeigen hier. Das muss ich noch eben loslassen. Ne? Diese Bretterdinger, die kann man ja wohl voll vergessen. Das sind Sperlsblätter, Bretter mit ein bisschen Schaumgummi rüber und dann irgendwie ein Stoffbezug, den man sich dann wählen kann zwischen Kunstleder und irgendwelche Jutesäcke, die sie darüber ziehen. Und wenn man so auf den Preis achtet, das ist es nicht wert, so ein Ding. Ich weiß nicht, also Spanbretter kriegen die bestimmt ja, ein Dutzend billiger und so ein bisschen Stoff darüber zu tackern und alles. Man sieht es in einem Film, da habe ich ja auch mal so eine tolle Couch gekauft, die für den Arsch ist. Ja, weil es mir wehtut, da sich draufzusetzen, habt ihr mal repariert und. Ja, so spartanisch zusammengeknallt. Ich bin davon überzeugt, dass ihr das alles selber könnt. Wenn ihr euch mal das System anguckt, wie die das gemacht haben, könnt ihr mal auf mein anderen Filmchen gucken, wie ich die, ja, so eine Lehne repariere. Da ist der Handwerker durchgebrochen. Und der hat sich mal einfach da drauf gestellt. Finde ich auch interessant. Ne? Einfach auf Couch stellen, auf Seitenlehne. Naja, er ist ja bestraft worden, indem er abgeschmiert ist. Jo, was soll man. Achso, jetzt habe ich abgelenkt. Ist ja am Boxing und kein Laber. Labberding, das war Müll, das ist Müll. Und was haben wir hier Schönes? Ja, geil. Und was ist das? Pariser für den Losi. Super, wenn man jetzt guckt, passt, durchlöchert, abgeflogen unten, abgerissen. 1000 Löcher drin, jetzt kommen die neuen drauf, freue ich mich schon. Habe ich in meine Dia-Show nicht gezeigt, aber wer. Was soll man da schon zeigen, so ein Hütli darüber zu machen? Weiß ja jeder, wie das geht, ne? Vorne zusammenhalten und dann rüberschieben. Ja, und hier sind dann die wunderbaren Dichtungen. Groß und klein. Ja, packe ich das jetzt aus? Ist ja irgendwie schwachsinnig. Wollte das sehen? Ja, ich mach mal auf die Tüte, ne? Ja. Zap. Zap. War klar, soll ja auch nichts rausfallen hier. Jetzt kommt wieder mein scharfes Cuttermesser. Ja, schön, ne? Da habe ich auch schon ein Loch eingebohrt. Passiert. So, soll ich euch näher dran holen oder ist das Latte? Ich glaube, das sieht man auch so. Ne? Ja. Okay, die fühlen sich aber gut an, oh. Mein lieber Scholli. Die Alten sind irgendwie geschrumpft und kürzer geworden. Ne? Ja, das ist ja mal geil. Ja. Das ist ja ein Gefühl. So knüppelhart wird das mit der Zeit und so schön flauschig. Ja, das macht Spaß.
Oder lass mal daneben liegen. Vier Stück. Ja, ja, ich habe die jetzt bei der Online-Apotheke bestellt, weil ich da noch Guthaben hatte. Sonst hätte ich die wahrscheinlich bei Zappenduster bestellt. Da gibt es zum Beispiel für 17 Euro. Ihr habt das auch für die schon. Braucht da nur die Bilder zu stoppen. Da steht genau drauf, was, wo, wie kostet. Das brauche ich ja jetzt nicht auch noch zu erklären. Ja, wofür sind die ganz kleinen Schrauben? Sind das etwa die von der... Ja, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nun wirklich nicht. Was soll man denn damit festschrauben mit den kleinen Imbusschräubchen? Keine Ahnung, was haben die denn mit dem Stoßdämpfer zu tun? Ja, so, da zeige ich euch mal genau. Dann guckt euch das mal an. Oh, steil scharf. Hier. Noch schärfer. Ja, spackt ab. Egal. Ja, und das sind die dann mit einen kleinen Imbus da drin. Also ich würde jetzt verwetten, das ist ein 2 mm Imbus. Dafür braucht man die kleinen Dinge. Also bitte in die Kommentare reinschreiben. Bin mal gespannt. Ja, und wie gesagt, das jetzt auch nochmal aufmachen. Ihr seht das ja alles auf dem Bild. Also das ist einmal dieser große Ring, der in den Schalldämpfer reinkommt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also hier oben in eine Kappe reinkommt mit Sicherheit. Dann der kleinere Ring, schwarze, der ist für hier unten. Und die orangefarbenen, die sind klar, das sind die, die in den, unten in die Dichtung hier drauf kommen, auf die Stange, wenn man so will. So, und dann sind ja noch diese Plattendinger dabei, die kommen auch nochmal, das sind ja überhaupt die Dichtungen, die jetzt das hier oben alles schön abdichten. Und ja, zapp, zapp, bla bla bla. So, jetzt habe ich noch einen, das habe ich aber gerade erst gemacht. Und zwar hatte ich ja gestern, versucht, das gute Stück zu kleben, indem ich da eine Kabelstrapse rummache, sodass die Dämpfersocke eben schön hier drüber geht und sich festhält. Das hat irgendwie nicht gehalten. Und jetzt habe ich ja so einen O-Ring aus dem Klempnerbedarf genommen, den da rüber gezogen, stramm, und ich merke, jetzt zieht es an auf einmal. Bin da einmal so leicht mit dem Schraubenzieher ringsherum gegangen auf beiden Seiten, dass da eine kleine Vertiefung ist, wo sich dann der Kleber besser verteilen kann. Und ich merke, es zieht an und hält. Dann haben wir also die Endlösung. Bleibt dran pappen. Also man braucht es nicht mit Kleber machen. Hatte ich ja auch noch meine Endansage, glaube ich, also bemerkt. Und es geht auch ohne. Aber mit ist vielleicht ein bisschen sicherer. Keine Ahnung, ich mag alles gerne feste. Und ja, das zieht jetzt noch ein bisschen an, weil ich es gerade eben erst gemacht habe. Und dann baue ich mal die schönen Sachen alle da rein. Und dann sind meine Dämpfer wieder vom Feinsten. Ne? Also wenn man so guckt, passt alles wie Arsch auf Eimer. Besser geht's nicht. So, jetzt habe ich auch ein tolles Unboxing gehabt. Und jetzt ist hoffentlich der Schnee weg. Und es kommt der Frühling, dass man nicht mal draußen beim Rennfahren frieren muss oder bei Modellautos fahren lassen. Und jetzt gehe ich erstmal Schnee schippen. Ich habe nämlich so ein bisschen Schnee auf dem Dach liegen vom Auto. Habe ich ein schönes Bild von gemacht, könnt ihr euch angucken. Und ja, wenn ihr das jetzt mal anfassen könntet, so ist das schön. Ja, Freude kommt auf. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, bis dann. Tschöwa. Tschöwa.